meine Damen und Herren, vier Themen werde ich heute ansprechen. Das erste ist die Koalitionsbeschlüsse zur Steuerpolitik, die Eurokrise, die Mindestlohndebatte, die nun in der CDU geführt wird. Und ich werde Sie kurz informieren über Landesparteitage der Linken, die stattgefunden haben in Thüringen und in Sachsen. Als erstes zur Bewertung dieser Koalitionsbeschlüsse der Koalition. Es freut mich, dass ich feststellen konnte, dass auch hier die Koalition wieder Vorschläge der Linken aufnimmt. Denn es war unsere Idee schon in der letzten Legislatur, dass wir die kalte Progression begrenzen, indem wir den Steuerverlauf in ihrem Verlauf eben gerade machen und diesen Steuerbauch, über den allenthalben gesprochen wird, beseitigen, der insbesondere mittlere und Verdiener, auch der abhängig Beschäftigten, eben ganz besonders betrifft. Zweitens, auch unser Vorschlag der Anhebung des Grundfreibetrags ist aufgegriffen. Das freut uns. Insofern, links wirkt, auch in der Koalition. Allerdings, wer Einnahmen senkt, der muss natürlich Gegenvorschläge machen. Das ist ja der Vorwurf, der uns immer gemacht wird. Wir hätten keine Gegenvorschläge für unsere Politik. Und diese Gegenvorschläge fehlen. Die Koalition lässt vollkommen offen, mit welchen Mitteln sie das damit entstehende weitere Defizit ausgleichen will. Und ich möchte da auf eine Anekdote zurückgreifen. Berlin hieß ja früher im Volksmund Spree-Athen. Und ich habe den Eindruck, mit der Politik, die da betrieben wird, nimmt man jetzt Anleihen an Griechenland. Denn auch dort ist es ja so, dass die Kürzungen, die vorher insbesondere von konservativen, aber auch von sozialdemokratischen Regierungen gemacht wurden, dass diese Geschenke nicht gegenfinanziert worden sind in Griechenland, sondern dass man eben die Augen verschlossen hat dort vor der realen Situation der Einnahmen des Staates. Meine Damen und Herren, im schwarz-gelben Paket fehlen die weiteren Vorschläge der Linken. Und das ist eben eine Finanztransaktionssteuer, ein höherer Spitzensteuersatz, besonders die Millionärsteuer. Und es fehlt im Übrigen auch die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Auch dadurch würden dem Staat zusätzliche Einnahmen zugutekommen. Die alle finden nicht statt, weil eben diese Gegenfinanzierung fehlt und weil man eben nur sozusagen eine Steuersenkungspolitik betreibt ohne Gegenfinanzierung. Deshalb bleiben wir dabei, das ist für uns nicht zustimmungsfähig. Und dieser Vorschlag wirft ein bezeichnendes Licht auch auf die Koalition. Es geht offensichtlich nur noch darum, sich gegenseitig Gefälligkeiten zu machen in der Koalition, um diese Regierung aufrechtzuerhalten. Aber ich bleibe dabei, es freut mich natürlich, dass unsere Vorschläge zumindest zum Teil aufgenommen wurden, leider eben nur zum Teil. Zweitens zur Eurokrise. Das, was in Griechenland passiert, wird immer dramatischer. Ich denke, da brauche ich Ihnen hier nicht viel dazu sagen. Das Besondere ist, dass die einfachen Leute, dass die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger in Griechenland in einem Ausmaß betroffen sind inzwischen, und zwar in einem Ausmaß, das bei uns kaum noch vorstellbar wäre, dass natürlich soziale Unruhen nun tatsächlich aus meiner Sicht gar nicht mehr vermeidlich sind. Und wir erleben sie ja schon zum Teil. Wenn eine Lehrerin bei Vollzeitbeschäftigung künftig noch unter 600 Euro verdient für das, dass sie Schülerinnen und Schüler unterrichtet, eine Lehrerin, die bis vor kurzem noch 1100 Euro verdient hat, denn so weit ist inzwischen die Kürzung in diesem Bereich vorangeschritten, dann ist klar, dass sich ein Sozialgefüge aus meiner Sicht so nicht mehr aufrecht erhalten lässt. Und dann stellt sich eher die Frage, ob wieder der Hunger nach Griechenland zurückkehrt. Meine Damen und Herren, ich mache hier mal einen Vorschlag, wie man vielleicht das eine oder andere abmindern könnte. Ich schlage vor, dass wir überprüfen, welche Auslandsguthaben haben eigentlich besonders begütete Griechen. Und ich schlage vor, diese Auslandsguthaben erstmal einzufrieren, bis überprüft wird, ob diese Auslandsguthaben durch Steuerhinterziehung erworben worden sind. Denn wir wissen, das ist auch die Kritik, dass in Griechenland Steuerhinterziehung im großen Ausmaße von der Regierung geduldet wurde.
Jetzt müsste sich diese Regierung in Griechenland ja diesem Problem stellen. Müsste überprüfen, ist eigentlich ordentlich Steuer bezahlt worden. Und wir hören allenthalben, dass die Griechen, insbesondere die Begüterten, weil die normalen Bürgerinnen und Bürger das gar nicht machen können, was will man von 600 Euro noch ins Ausland schaffen? Da müsste man doch mal drüber nachdenken, ob man dann nicht wirklich überprüft, ist dieses Geld eigentlich ordentlich erworben worden. Das ist mein Vorschlag. Ich bin überzeugt, da kommt was zusammen. Und wenn dann überprüft wurde, nein, das ist durch Steuerhinterziehung erworben, dann steht es den Bürgerinnen und Bürgern von Griechenland zu und nicht denen, die sich sozusagen erschlichen haben. Und dann müsste dieses Geld auch dem Staatshaushalt zugeführt werden. Bei ganz konkreten Maßnahmen will man unmittelbar und kurzfristig meines Erachtens auch die Situation für die Bürgerinnen und Bürger ein wenig abmildern könnte. Die Italiener sind übrigens gut beraten, einen Blick über die Ägäis zu werfen, um festzustellen, was ihnen blüht. Weil wir in Italien ja in dieselbe Situation zu geraten drohen. Die Verlierer oder der Verlierer oder wie man es auch immer nennen will, der Verlierer dieser ganzen Situation ist die Demokratie. Die Demokratie wurde in den vergangenen Wochen aus meiner Sicht in Griechenland außer Kraft gesetzt durch die Erpressungsversuche der europäischen Staatschefs, allen voran Merkel und Sarkozy. Denn wie anders soll man es denn werten? Demokratie heißt ja, alle Macht geht vom Volke aus. Und jetzt macht ein Staatschef den Vorschlag, das Volk in einer ganz grundsätzlichen Frage zu befragen und will eine Entscheidung des Volkes. Und dann wird Mordio geschrien, ausgerechnet in den Staaten, die sich selbst als demokratisch bezeichnen. Und es wird praktisch erwähnt und gefordert, dass gegen die Position der Bürgerinnen und Bürger, von denen man erwartet hat, dass sie sich vielleicht anders entscheiden, eine Position durchgesetzt wird. Also geht offensichtlich die Macht nicht mehr vom Volke aus, sondern die Macht eines Staatspräsidenten oder einer politischen Führung oder eines Parlaments soll bewusst gegen das Volk benutzt werden. Das ist offensichtlich der Hintergrund der Intervention der europäischen Staatschefs gegen den Vorschlag eines Referendums in Griechenland. Das ist meines Erachtens ein ungeheuerlicher Vorgang. Und es zeigt, dass offensichtlich Sarkozy und Merkel, aber auch die anderen europäischen Staatschefs, bei der Frage der Demokratie aus meiner Sicht inzwischen wirklich bedenkliche Positionen einnehmen. Denn wenn man das in Griechenland so macht, und in Griechenland so fordert. Wer gibt uns Garantie, dass das nicht auch, wenn es soweit wäre, in Portugal, in Spanien, in Italien, ja, in Frankreich und auch in der Bundesrepublik Deutschland so wäre? Also die Forderung, dass gegen die Bürgerinnen und Bürger regiert wird von Parlamenten, ist aus meiner Sicht eine ungeheuerliche und hebelt die Demokratie aus. Ich halte das für das größte Problem der letzten Zeit, das wir an dieser Frage hatten. Die Europäische Union wird in diesem Zusammenhang zu nichts anderem als zum Inkassobüro der Europäischen Union. Beziehungsweise zum Inkassobüro der Banken. Es drängt sich immer mehr auch der Blick in die Geschichte auf. Brüning'sche Sparpolitik. Zu was hat sie im Ergebnis geführt? Sie hat zum Ergebnis geführt, dass tatsächlich die Demokratie in Gefahr geraten ist. Und ich befürchte, dass wenn das fortgesetzt wird, was wir gegenwärtig erleben, auch ein Ergebnis in den Ländern sein könnte, in denen gegenwärtig die Sozialsysteme zusammengestrichen werden und in denen die Demokratie faktisch ausgehoben wird. Ein Wort auch zu Herrn Gabriel. Ich finde das schon sehr merkwürdig. Man lässt sich, Herr Gabriel, am Wochenende in Rom auf einer Anti-Berlusconi-Kundgebung feiern, wo viele Transparente gegen Sozialabbau und gegen Bildungsabbau hochgehalten wurde. Das ist deshalb sehr widersprüchlich, weil die Haltung der Sozialdemokratie zu diesem sogenannten Rettungspaket des Euros genau diesen Sozialabbau, den er dort offensichtlich kritisiert, durch die Teilnahme seiner Kundgebung, in Griechenland selbst verordnet durch seine Zustimmung. Ich halte also das, dass dort auf dieser Kundgebung von Seiten der SPD mit dem Vorsitzenden teilgenommen wird, auf der anderen Seite genau diesen Programmen, gegen die dort demonstriert oder zugestimmt wird, schon für sehr, sehr bedenklich. Und ich halte es im Prinzip für nicht konsequent. Dann müsste er eigentlich in Italien auftreten und müsste sagen, das müsste genauso machen wie die Griechen. Denn ich bin überzeugt, wenn es so weit kommt, dass die Italiener in diese Situation geraten, wird die SPD sich ebenfalls so verhalten und wird ebenfalls Sozialabbau und Ähnliches verordnen. Deshalb möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir bleiben bei unserer Haltung.
wir, die Linke, und die Mitgliedsparteien auch der europäischen Linken. Wir lehnen dieses Bankenrettungsprogramm ab. Es ist nichts anderes als ein Bankenrettungsprogramm. Es nützt nicht den Bürgerinnen und Bürgern. Und so dumm sind die Bürgerinnen und Bürger nicht, dass sie das nicht erkennen würden. Genau deshalb hatte man Angst vor einer solchen Abstimmung. Genau deshalb hat man die Griechen dazu gezwungen, diesen Vorschlag aufzugeben. Zum dritten Thema, CDU-Vorstoß für eine Lohnuntergrenze. Also ich denke, man muss nicht sehr klug sein, um feststellen zu können, dass es sich da um ein schönes wahlkampftaktisches Manöver handelt, in dem ein unbeliebtes Thema abgeräumt werden soll. Denn dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in dieser Republik für die Einführung eines Mindestlohns ist, das hat sich inzwischen überall rumgesprochen. Allerdings, wenn ich diesen Vorschlag richtig verstanden habe von Frau Merkel, heißt es, dass nur dort eine Mindestlohngrenze eingeführt werden soll, wo keine Tarifverträge vorhanden sind. Jetzt haben wir aber Tarifverträge, die weit unterhalb dieser Grenze sind, die in der Diskussion ist, nämlich die Grenze des Mindestlohns bei Leiharbeit, des Branchenlohns bei Leiharbeit. Wenn das so ist, würde es ja im Ergebnis dazu führen, dass 4 Euro, 5 Euro nach wie vor dann akzeptiert sind, wenn sie durch einen Tarifvertrag gelten. Jetzt kann man nochmal drüber nachdenken, warum sind denn so niedrige Tarifverträge abgeschlossen worden? Ja, weil die Kampfkraft der Gewerkschaften in diesen Bereichen so gering ist, dass die Gewerkschaften immer vor der Frage stellen, machen wir was oder machen wir gar nichts. Im Ergebnis würde das dazu führen, dass jede Gewerkschaft nur noch gut beraten ist, dann keinen Mindestlohn, keinen Tariflohn in diesen Branchen abzuschließen, sondern gleich den Mindestlohn, auf den Mindestlohn zu hoffen. Das ist das Gegenteil von dem, was Frau Merkel immer sagt und auch die FDP im Übrigen, dass man die Gewerkschaften stärken will. Also wenn, dann müsste natürlich selbstverständlich auch dort eine Untergrenze, wie Frau Merkel das nennt, beim Lohn gelten, eine Untergrenze, auch dort, wo Tariflöhne unterhalb dieser Grenze sind. Aber jetzt kommen wir nochmal zu der Grenze selber. 7,79 Euro. Das bedeutet, dass bei dieser Grenze nach wie vor viele Menschen Aufstocker bleiben. Und selbstverständlich bedeutet 7,79 Euro, dass man bei 45 Vollzeitbeschäftigungsjahre eine Rente erhält, die ungefähr bei 600 Euro ist. Das heißt, auch dort wären die Menschen angewiesen auf Aufstockung durch den Staat. Das heißt, das, was Frau Merkel als Lohnuntergrenze vorschlägt, ist aus meiner Sicht sittenwidrig. Warum? Weil es ein Lohn zu Lasten Dritter ist, nämlich zu Lasten der Steuerzahler, die dann entweder die Rente oder die dann die Löhne entsprechend zu zahlen haben. Aus meiner Sicht ist das nicht akzeptabel. Deshalb werden wir auch bei unserer Haltung bleiben. Wir werden nach wie vor für einen Mindestlohn von 10 Euro eintreten, weil dieser Mindestlohn von 10 Euro zumindest garantiert, dass die Menschen, wenn sie alleine leben, wenn sie keine Familie haben, keine Kinder, dass die dann selber so viel verdienen, dass sie für ihre eigene Existenz selber verdienen und selber organisieren können und dass sie auch im Alter dann eine Rente erhalten würden, die überhalb des gegenwärtigen Grundsicherungsniveaus im Alter liegen würde. Das ist sozusagen unsere Position und bei der bleiben wir. Und ich denke, dass auch sehr schnell deutlich werden wird, dass das, was Frau Merkel hier vorschlägt, eben eine wahlkampfbedingte Mogelpackung ist und sonst nichts. Als Letztes zu den Landesparteitagen der Linken. Wir haben zwei sehr erfolgreiche Landesparteitage hinter uns. Der eine war in Thüringen, an dem habe ich selber mit teilgenommen. Knut Korschewski ist dort wiedergewählt worden. Ich möchte an dieser Stelle eben ebenfalls nochmal gratulieren. Ebenfalls Rico Gebhardt, der in Sachsen wiedergewählt wurde, übrigens beide mit einem besseren Ergebnis, als sie vorher hatten. Beide Landesverbände haben sich insbesondere auf die Stärken unserer Partei besonnen, nämlich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt ihres Handelns gestellt, auch auf den Parteitagen selber. Und ich denke, dass wir damit einen guten Weg in den beiden Landesverbänden beschritten haben zum weiteren positiven Fortgang der Linken. Das hat aus meiner Sicht durchaus Vorbildcharakter. Das wäre es von meiner Seite.